willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute zeige ich euch den ultimativen Oktoberfest-Burger. Ihr braucht dazu ein Bund Lauchzwiebeln. Ich habe frisches Leberkäsebrät vom Schlachter bestellt. Den habe ich gerade frisch aufgebacken. Süßen Senf, Laugen, Burger oder Buns, wie man sie nennt, oder Brötchen, Radieschen, Zwiebeln und Oberzer. Den Oberzer habe ich selber gemacht. Habt ihr Lust auf dieses Rezept? Wollt ihr dazu auch ein Rezeptvideo? Schreibt mal unten rein. Hier gibt es den Burger vom Gasgrill. Und zwar habe ich den schön vorgeheizt. Auf der Platte werde ich gleich die Leberkässcheiben nochmal schön kross anbraten und in einer Pfanne die Zwiebel rösten und schön mit süßem Senf anmachen. Wie ihr seht, hat er hier schon eine tolle Farbe. Ihr könnt den dann ja runterschneiden von der Breite her, wie ihr den Burger gern essen mögt. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Scheiben und die brate ich jetzt schön scharf an. Süßen Senfzwiebeln habe ich hier schnell schon mal angefangen, die Zwiebeln grob in Streifen zu schneiden. Das reicht so. Und gleich kommen die auf den Ofen, auf den Grill. Burger brauchen wir noch ein paar Radieschen. Die schneide ich auch einfach so runter in Scheiben. Fast reicht sogar ein Radieschen pro Burger, je nachdem. Hier schneide ich diesen Puzzle einfach ab. Und hinten habe ich ein bisschen Grünzeug zum besseren Anfassen aufgehoben. Und so ziehen wir das jetzt durch für die ganzen Burger. Als Topping auf den Oberzer nehmen wir doch einfach noch ein paar Lauchzwiebeln. Für die Zwiebeln lege ich jetzt einfach schon mal die feuerfeste Form drauf und lasse sie schön heiß werden. Mit den Zwiebeln. Die Pfanne ist jetzt heiß. Ich mache ein bisschen Butteröl rein. Und dann auch schon die Zwiebeln. Das wird cool. Und Deckel zu. Die Zwiebeln brutzeln und ich kann jetzt schon die Buns einfach oben drauf schon packen. Butter brauche ich in dem Fall nicht, weil ich im Oberzer ein bisschen Butter mit drin habe. Und das reicht, denke ich mal. Geht der Leberkäse auf die richtig schöne gusseiserne Pfanne. Pfanne ist gut. Platte natürlich. Ups. Die Zwiebeln sind schon richtig schön. Die werden jetzt schon langsam braun. Und die Buns ja eh richtig gut. Hier ganz schnell, keine Minute. Und schon können wir die wenden. Ratzifatz, die Zwiebeln sehen jetzt auch schon gut aus. Da kommt jetzt der süße Senf einfach mit rein. So, das sind so 3-4 Esslöffel ungefähr. Zack. Dann rühren wir das schön um und lassen das ganz kurz einköcheln. Das wird so lecker zu dem Leberkäse. Träumchen. Jetzt fangen wir an, den Burger zu bauen. Wir nehmen die unteren Bandshälften von hier oben weg. Die sind jetzt schön angeröstet. Und da packen wir jetzt gleich den Oberzer drauf, damit der noch ein bisschen schmelzen kann. Bisschen übertrieben. So aber. Muss ja auch ein bisschen was schmecken. Jetzt kann der von unten noch ein bisschen schmelzen und jetzt packen wir gleich die heißen Scheiben von dem Leberkäse drauf. So. Na Freunde, das wird doch ein Oktoberfest. Wow, sage ich nur. Jetzt haben wir schon die Zwiebeln. Oh. Zack, zack, zack.
Man kann die Radieschenscheiben natürlich auch auf dem Oberzer nehmen. Ne? Habe ich gerade so ein bisschen. Kann ja bauen, wie man möchte. Aber vergessen wollen wir ja nichts. Nehmen wir hier ein bisschen. Die Lauchzwiebeln und die Radieschenscheiben. Das wird ein Oktoberfest. Kann nicht schöner sein. Burger-Varianten können so außergewöhnlich einfach und lecker sein. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen. Ich hoffe, der gefällt euch genauso gut wie mir. Und so läuft der Oberzer darunter. Sieht doch fantastisch aus, oder? Guten Appetit!